Kapitel 4: Die Flammen des Forstes. Ein einzelner Sonnenstrahl fiel auf Flammes Gesicht und die neue Wärme erweckte ihn aus einem tiefen Schlaf. Kurz war er verwirrt. Weshalb schien ihm die Sonne ins Gesicht? Er hatte doch sonst immer den Vorhang seines Raumes geschlossen, um von alleine zu erwachen. Erst ein paar Sekunden später fiel ihm wieder ein, was am Vortag vorgefallen war. Der Vorhang war nicht geschlossen, da er nicht in seinem eigenen Haus war, sondern in Kamerups Aufenthaltsraum eingeschlafen war. Er hatte seine Prüfung bestritten und war gleichermaßen durchgefallen wie auch nicht. Das Dorf glaubte an sein völliges Versagen, doch eigentlich war er dem Ruf des höchsten Gottes Terrus gefolgt. Sein Bruder Sol und er sollten heute zu Kriegern ernannt werden. Hatte er verschlafen? Ein einzelner Blick aus dem Fenster und die Geräusche, welche von außen hereintraten, beantworteten diese Frage. Ja, draußen hatte sich das Dorf bereits versammelt, vermutlich zum Event, welches sie für Sols alleinige Zeremonie hielten. Nun hellwach stürzte sich das Vulpix sofort aus dem Gebäude. Wie bereits erwartet, stand Sol bereits gemeinsam mit Dorfvorsteher Kamerupt auf der Brücke im Dorf, als das Vulpix sich zur Menge gesellte. Er hatte keinen freundlichen Empfang erwartet. Und diesen bekam er auch nicht. Sakit stand in vorderster Reihe und bemerkte die Ankunft seines Sohnes. Du traust dich noch aus dem Haus! Und dann wagst du es noch zu spät zu kommen? Geh! Du gehörst hier nicht dazu, Vulpix! Jelia wollte sich bereits einschalten. Jedoch kam ihr Dorfvorsteher ihr zuvor. Lass Flamme in Frieden, Sakit. Er hatte die Ruhe nötig. Würde ich nicht einverstanden sein, hätte ich ihn geweckt. Flamme, geselle dich zu uns. Verwirrtes Nuscheln zog durch die Menge und Sol betrachtete seinen Bruder interessiert. Was los? Warum lässt Kamerup dich mitmachen? Hat Mama ihn überredet? Das Vulpix versuchte nicht einmal zu antworten, da er bereits wusste, dass Kamerup selber sprechen würde. Nun dann, Pokémon des Dorfes. Die Zeit für eine weitere Kriegerzeremonie ist nach einigen Monaten wieder gekommen. Doch bevor wir anfangen, möchte ich die Ereignisse des gestrigen Tages aufklären und den Namen von Sakits Sohn vom Schmutz, der ihm widerfuhr, bereinigen. Also hört mir alle zu. Zunächst möchte und will niemand von uns allen bestreiten, dass Flamme die Prüfung technisch gesehen nicht bestanden hat. Er kam vom Pfad ab, folgte einer anderen Route im vollen Bewusstsein seines Fehlers und verlor so die Zeit, welche bis zum Sonnenuntergang verblieb. Dies ist nicht, was ein Krieger unseres Dorfes tun darf, und es widerspricht jedem Grundsatz. Alle hier Anwesenden müssen dies wissen. Es widerspricht unserer wichtigsten Grundlage, denn es verhöhnt den Forstgott selber. Doch genau deswegen wird es dieses Mal auch eine Ausnahme geben. Denn Flamme missachtete Terrus nicht, im Gegenteil, er folgte ihm. Kurz blickte das große Pokémon zum stummen Vulpix, welches verstand und den Forstkristall hervorzog und dem Vierbeiner reichte. Diesen Gegenstand ergatterte Flamme anstatt seiner Kriegerkerze. Zunächst war ich empört. Eine Scherbe über unseren Gott. Doch auch ich erkannte, dass diese Scherbe nicht normal war. Dorf, große Veränderungen werden anbrechen. Und eine Wahrheit muss euch offenbart werden. Denn Darkrai, der Schatten aller Welten, brachte diesem Dorf eine Botschaft. Das Flüstern der Menge wurde lauter. Eine Stimme übertönte sie jedoch alle. Darkrai, der Götterbote! Wann war er da, weshalb hat er sich nicht gezeigt? Schuldbewusst blickte Ilia zu Boden, bevor sie selber die Antwort übernahm. Es ist sehr lange her, beinahe 20 Jahre. 20 Jahre! Jahre! Und ihr habt es nicht für nötig gehalten, irgendjemanden einzuweihen. Nein, und wir bereuen nichts. Es hätte nur Schaden angerichtet. Den kurzen Moment der Stille, welcher nun eintrat, nutzte Irlia, um kurz Luft zu holen. Flamme hat einen Forstkristall gefunden. Er ist von Terrus auserwählt worden. Wenige Tage bevor ich erfuhr, dass Sol und er geboren werden würden, hat Darkrai mir gesagt, dass die Flamme Hoffnung bringen würde und ich sie schützen müsste, bis sie bereit wäre. Sakit, unser Sohn ist mehr als ein simpler Krieger. Beeindruckt blickte auch Sol zu seinem Bruder hinüber. Du wurdest von Terrus auserwählt? Diese Scherbe ist ein echter Forstkristall? Wirklich? Es fiel dem Vulpix schwer, eine Antwort zu finden.
so offensichtlich sie auch war. Anscheinend. Erneut durchbrach Kamerup den Lärm des Platzes mit seiner lauten Stimme. Nun denn, es sollte von jedem Pokémon klar sein, was wahrlich geschehen ist. Nächste Woche wird Flamme gehen müssen, auf dem Weg zum Vulkandorf mit Galoppa, um den Kristall schmieden zu lassen. Doch heute sollen Sol und er beide den Rang erhalten, den sie sich verdienen. Egal ob sie nun bleiben oder reisen, beide waren Kinder unserer Gemeinschaft, die nun zu wahren Kriegern heranwuchsen. Und deswegen möchte ich nun die Zeremonie stattfinden lassen, für beide Brüder. Für den Willen des Terrors frage ich nun, gibt es jemanden, der nicht einverstanden ist? Gibt es im Dorf ein Pokémon, welches nicht möchte, dass diese beiden heute den Lohn für ihre harte Arbeit erhalten? Erneut kehrte Stille ein. Für einen Moment war der Wald das Einzige, was in die Ohren der Pokémon dringen konnte. Flamme bemerkte, wie seine Mutter einen besorgten Blick in Richtung Sakit warf. Kurz erwiderte das Akani diesen, bevor er einen Schritt nach vorne trat. Kamerupt! Es hatte so kommen müssen. Natürlich hatte sein Vater nicht akzeptieren wollen, dass Flamme ein Krieger werden sollte, ohne die eigentliche Prüfung bestanden zu haben. Dazu war das Akani zu stur und eigensinnig. Oder? Es gibt in unserem Dorf niemanden, der dem Wort Terrors widersprechen würde, und das weißt du. Beide haben ihre Zeremonie rechtmäßig verdient. Erleichtert atmete Ilya auf, während Kamerup anerkennt nickte. Auch er hatte mit dem Schlimmsten gerechnet und wurde positiv überrascht. Stimme dir voll und ganz zu, wie anscheinend alle Anwesenden. Also dann, wenn jemand Einsprüche hat, soll er sich nun erheben oder ewig schweigen. Wieder folgte kurz Stille und der Dorfvorsteher nickte. Gut, dann soll Flamme, folgt mir beiden. Ihr werdet nun zum ersten Mal in eurem Leben den heiligen Schrein des Waldes betreten dürfen. Sol blickte begeistert zu seinem Bruder herüber, während dieser stumm auf Kamerup blickte. Das große Pokémon nickte als Antwort bloß. Die Pokémon des Dorfes begannen in ihren Reihen eine Gasse zu bilden, welche die beiden Pokémon nun nahmen, direkt hinter Kamerup. Stille herrschte in der kleinen Gruppe, während das Dorf langsam kleiner wurde. Der Weg war nicht weit, das wusste Flamme. Gleichzeitig lag der Schrein weit genug vom Dorf weg, damit die meisten Bewohner nie an diesen Ort vorbeikamen. Eintreten durfte ohnehin niemand außer zu besonderen Ereignissen. Wurde ein Krieger ernannt, so betrat er zusammen mit dem Dorfvorsteher diesen heiligen Ort und ihm wurde sein Feuer geschenkt. Starb ein Krieger, so besuchte seine Familie zusammen mit dem Dorfvorsteher diesen Ort und erwiesen ihm die letzte Ehre, wobei seine Flamme an einen neuen Ort kam. Sonst betrat man diesen Ort alleine bei der Ernennung eines neuen Dorfvorstehers und bei Hochzeiten. Vermutlich würde Ilya eines Tages auch hier ernannt werden. Zwei Wachen, ein Logok und ein Magbrand, bewachten den einzigen Eingang eines großen Zaunes, hinter welchem sich ein großer Baum emporstreckte. Beide nickten nur kurz freundlich, als das Gespann passierte. Nun, nach wenigen Metern, erkannte Sol die Treppe im Boden direkt vor dem Baum. Der Schrein des Waldes liegt direkt unter den Wurzeln einer mächtigen Eiche. Legenden besagen, dass sie die erste war, welche Terrors von unserer Welt schuf. An diesem Ort sind die Flammen unserer Seelen dem Gott am nächsten. Sobald Kamerup ausgesprochen hatte, kehrte erneut eine ehrfürchtige Stille ein. Unterhalb der Treppe flackerte ein Licht. Erhellt wurde der Raum alleinig durch Kerzen, genau wie jene, welche Sol und Flamme bei ihren Prüfungen erhalten hatten. Der Raum war nur zu einem Bruchteil von ihnen erfüllt, was jedoch an der Größe des Saales lag. Trotzdem schmückten viele hundert Kerzen diesen Ort, alle angereiht, immer mit einem kleinen Abstand. Weiter hinten führte eine weitere Treppe nach unten. In diesem Raum ruhen die Ahnen unseres Volkes. Vorsichtig näherte sich der Dorfvorsteher einer Kerze, vor welcher ein kleines Bild stand, wie vor allen anderen. Dies zum Beispiel war Denos, der siebte Dorfvorsteher. Ein großer Dorfvorsteher. Wisst ihr, er ist einer eurer Vorfahren. Ein entfernter Vorfahr eures Vaters. Kurz blickte das Pokémon zu Boden,
Anschließend wieder auf und Schritt voran, in Richtung der zweiten Treppe. Folgt mir! Im Untergeschoss rasten die Seelen der Lebenden! Nach einer weiteren Treppe und einer Wendung, damit der zweite Raum genau unter dem ersten lag, kam die Gruppe in einem weiteren, diesmal kleineren Raum an. Wenige Kerzen standen gemeinsam in einem Kreis. Diese alle ohne Bilder. Äußerlich war keine von der anderen zu unterscheiden. Sind alle gleich, egal wie stark, welche Rolle oder wem genau diese Kerze gehört. Dies sind all die derzeitigen Bewohner des Dorfes. Und doch sind sie individuell, alle auf ihre eigene Weise. Wieder näherte er sich ehrfürchtig einer Kerze. Sanft und ruhig schien ihre Flamme. Dies ist eure Mutter. Ein ruhiges Gemüt, doch stets entschlossen und bereit für Gerechtigkeit. Vorsichtig hob er die Kerze neben der Ilias auf und hielt sie in Richtung der beiden Brüder. Seht ihr den Unterschied? Diese Flamme ist größer, doch auch flackert sie, als würde der Sturm hier toben. Eine unruhige Seele, kräftig und doch schwächelnd. Nicht wissend, ob Sol seinen Gedanken teilte, sprach Flamme seinen Gedanken direkt aus. Dies ist Vater, oder? Stumm nickte Kamerupt, während er das Wachswerk wieder abstellte. Er ist ein eigenartiges Pokémon. Ich hoffe, dass er nicht den Weg aus den Augen verliert, im Versuch Großes zu erreichen. Aber gut, Sol, gib mir bitte deine Kerze und stelle dich in den Kreis. Stumm trat das Fukano in den Kreis, tat, was ihm gesagt wurde. Neben Sakits Kerze stellte Kamerupt die von Sol nun nieder und blickte auf zum Pokémon in der Mitte des Kreises. Unter den Augen unseres höchsten Gottes, dem Schöpfer des Forstes und Bändiger des Feuers, Terrus, frage ich dich, Sol, Sohn von Yili und Sakit, bist du bereit, deinen Platz im Leben einzunehmen, deinem Ruf zu folgen und der Krieger zu werden, zu welchem du bestimmt bist zu sein? Schwörst du auf dein Leben nicht, den Weg zu verlieren, welcher das Licht in der Dunkelheit bringen kann, unter den Augen unseres Gottes? Ja, ich schwöre es. So rufe ich hinauf zu dir, O Terrus, heiße diesen jungen Mann willkommen, als ein Krieger unter deiner Herrschaft. Kurz zuckten sowohl Sol als auch Flamme zurück, als die Kerze wie magisch begann zu brennen. Kamerupt hatte nichts getan, auch keiner von ihnen. Kaum hatte Terrus den Ruf empfangen, hatte das Licht begonnen zu leuchten. Funken stoben heraus aus der noch wilden Flamme und legten sich über das Fukano, während das Licht sich beruhigte. Kurz warf Kamerupt einen Blick in das Feuer. Dein Mut und deine Entschlossenheit werden dir den Weg weisen, soweit er nur gehen mag. Verliere dich nie selbst und dann wirst du siegen. Begeistert trat Sol aus dem Ring, als Flamme erkannte, dass er nun an der Reihe war. Nervös wartete er, als er in der Mitte stand und Kamerupt erneut begann zu sprechen. Unter den Augen unseres höchsten Gottes, dem Schöpfer des Forstes und Bändiger des Feuers Terrus, frage ich dich, Flamme, Sohn von Ili und Sakit, bist du bereit, deinen Platz im Leben einzunehmen, deinem Ruf zu folgen und der Krieger zu werden, zu welchem du bestimmt wurdest? Schwörst du, dem Ruf zu folgen, der dich rief, in eine Zukunft voller Schicksal? Tief im Inneren sträubte sich das Vulpix immer noch. Warum er? Und doch wusste er, es war bestimmt. Wenn Terrus ihn wählte, dann musste es gute Gründe geben. Ja, ich schwöre es. So rufe ich hinauf zu dir. O Terrus, heiße diesen jungen Mann willkommen, als ein Krieger unter deiner Herrschaft. Für einen Moment trat Totenstille ein. Kein Funke sprang hervor. Die Kerze blieb erloschen. So wie es natürlich geschehen sollte. Auch Kamerupt schien verwirrt darüber, dass nichts geschah. Ich wiederhole meine Bitte, O Terrus. Heiße ihn willkommen, den jungen Mann, welchen du erwähltest, um ein Krieger zu sein. Für mehr als nur ein Dorf. Kaum waren diese Worte ausgesprochen, entflammte ein Flammentornado, welcher alle Wände des Raumes umgab und die Pokémon einschloss.